Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit Persona 5 The Royal. Wir haben jetzt den ganzen freien Tag, den wir irgendwie nutzen können. Und ich habe eine Nachricht und die ist von Ryuji, der unbedingt Zeit mit uns verbringen will. Aber wir werden unsere Zeit ein bisschen anders nutzen, und zwar mit Frau Dicteur. Die goldene Woche soll gerade laufen. Nun ja, für uns alte ist das wohl nicht mehr interessant. Oh, dann wird überall viel los sein. Hoffentlich passiert nicht wieder so ein schrecklicher Unfall. Oh, falsche Stimmlage. Ja, die Ursache dafür haben sie bisher auch noch nicht ermitteln können. Das beunruhigt mich etwas. Hey, danke dir. Ich lasse das Geld hier liegen, das ich dir schulde. Ja, so Jiro, so läuft das bei dir im Restaurant. Da wird kurz ein Käffchen getrunken, ein bisschen geschnackt. Zwar nicht mit dir, weil du das nicht so geil findest, aber ja. Und wir gehen mal in Takemis Klinik. Weil wir haben jetzt den passenden Mut. Die Frühlingsnacht ist so angenehm, dass man den Morgen verschläft. Ich brauche Schlaf. Oder zumindest ein wenig altes Koffein in meinen Adern. Mit deinem aktuellen Level in Mut sollte ich das Medikament vertragen können. Ich sollte einen klinischen Test durchführen. Du bist wegen meiner Nachricht hier, oder? Ich möchte einen Test durchführen. Ich habe ein neues Medikament. Kommst du mit nach hinten? Meine Bindung zu Takemi wird bald stärker werden. Und? Was willst du? Willst du mit Takemi abhängen? Zeig mir dir verbringen. In diesem Fall werde ich die Vorbereitung treffen. Warte im Sprechzimmer auf mich. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen willst. Hier. Ich konnte dank deiner Daten einige Anpassungen an dem Mittel vornehmen. Also los, in einem Zug runter damit. Es schmeckt wirklich kräftig, so sauer und bitter zugleich. Das stinkt fürchterlich. Ich kann kaum atmen. Ah, deine Reaktion auf das Mittel ist einfach nur perfekt. Du fühlst dich ein wenig benommen, oder? Ich habe einige spezielle Komponenten hinzugefügt. Dann messen wir mal deine Temperatur und deinen Blutdruck und den Blutdruck. Blut nehme ich dir auch noch ab. Ich werde auch einige motorische Tests mit dir durchführen. Dafür ist es aber noch zu früh. Wir sind bereits in den letzten Zügen, deswegen sollte ich erst die Grundzusammensetzung optimieren. Oh. Du bist also hier. What? Ich bin gerade mitten in einer Behandlung. Wie ich bereits gesagt habe, muss für eine Ermittlung gegen mich ein Durchsuchungsbefehl vorliegen. Ich bin hier, weil eine Anzeige erstattet wurde. Ich möchte eine detaillierte Auflistung aller Behandlungskosten und Krankenakten haben. Tja, jetzt war sicher nicht genug Zeit, um belastende Dokumente zu verstecken. Da hat doch sicher der Oberarzt seine Finger mit im Spiel. Hier. Hä? Ich habe heute nur einen Patienten und das ist er hier. Wenn Sie nach seinen Behandlungskosten fragen, stehe ich also im Verdacht, nicht richtig abzurechnen. Aber ohne einen Beleg ist das hier wohl bloß ein Katz-und-Maus-Spiel. Was ist hier los? Das ist bloß eine Farce und diese Anzeige ist fingiert. Das ist doch nur ein neuer Versuch, um mich zu schikanieren. Hey, du da! Was treibst du hier? Du siehst überhaupt nicht krank aus. Was hältst du aus? Ich habe ein schwaches Herz. Ein schwaches Herz? Er ist nervös wegen der Aufnahmeprüfung und ich gebe ihm etwas zur Beruhigung. Gibt es noch was? Ich bin nämlich momentan sehr beschäftigt. Gut. Das ist wirklich alles äußerst ärgerlich. Aber ich erwarte nichts anderes von der Pest. Ich bin es so leid. Kann ich verstehen. Wow. Ich denke, wir werden gut miteinander klarkommen. Keine Sorge, ich gehe jede Wette ein, dass mein ehemaliger Chef hinter der Anzeige steckt. Du hast doch vor einigen Tagen unser Gespräch belauscht, erinnerst du dich?
Er lässt die Polizei gegen mich ermitteln und versucht, mich dadurch unter Druck zu setzen. By the way, ich muss noch Blut abnehmen. Du wirst kurz unter leichter Blutarmut leiden, aber du überstehst das. Das ist Teil unserer Abmachung, erinnerst du dich? Ich habe wohl keine andere Wahl. Ich mag Jugendliche, die auf ihre Vorgesetzten hören. Viel Spaß mit dem Medikament. Meine Bindung zu Takemi vertieft sich weiter. Okay, wir haben jetzt nichts Besonderes erhalten, aber unsere Arcanas kriegen halt nochmal einen Levelschub. Da du so gesund bist, werde ich noch mehr Blut als sonst abnehmen. Es war ein Scherz. Okay, leg dich bitte hin. Wenn ich fertig bin, kannst du nach Hause gehen. Bei diesem zwielichtigen klinischen Test mitzumachen, hat mein Mut erhöht. Hey. Take care. Pass auf dich auf. Hi, mein kleines Versuchskaninchen. Bist du gut nach Hause gekommen? Du hast benommen gewirkt, als du gegangen bist. Deswegen wollte ich mal nach dir sehen. Du weißt, wie es ist. Einige Patienten werden auf dem Weg nach Hause krank. Alles gut bei mir. Ja, du klingst okay. Ich schätze, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich denke, dir wird's gut gehen. Aber ruf mich an, wenn du dich krank fühlst. Okay. Ich freue mich auf unsere nächsten klinischen Tests. Na, ah, die Pest. Ich liebe sie. Die U-Bahn fahren nicht mehr? War das schon wieder eine psychotische Störung? Ein weiterer Minister ist zurückgetreten. Was ist hier nur los? Wie blöd muss man sein, um fremd zu gehen? Das ist doch Wahnsinn, in einer U-Bahn mit einem Messer rumzufuchteln. Es gibt so viele verrückte Menschen. Wo sind die ganzen normalen Leute hin? Ja, das frage ich mich regelmäßig auch. Ah, you're back. Okay, also kein Kommentar dazu. Ich kann hier mit ihm auch keine Social Link Aktivität aktivieren. Ja. Wenn du erstmal raus in die Welt gehst, das haben wir schon alles gelesen. Und ja, wir werden jetzt lernen. Okay, ich gehe nach Hause. Diese Aufgaben sind ja ein Klacks für dich. Hoffentlich suchst du dir nicht nur die leichten aus. Natürlich nicht, Morgana. Ja, ich funkel ganz klug hinter meiner Brille. Wie es scheint, bin ich noch weit davon entfernt, mein Wissen zu erhöhen. Hey! Ah, wir haben einen Sitzplatz gekriegt. Warum liest du nicht ein bisschen, bis wir da sind? Es ist in der Tat eine gute Idee. Dieses Buch könnte bei deinem derzeitigen Wissen etwas zu anspruchsvoll sein. Okay, ich brauche gebildet. Ja, gut, stimmt ja. War ja was. Ein Bestseller zum inneren Frieden. Hey, wir machen mal den Yonja-Führer. Wir haben den Yongen-Yaya garantiert noch nie gesehen. So haben sie Yongen-Yaya garantiert noch nie gesehen. Oh, das LeBlanc darin wohl erwähnt. Ob das LeBlanc darin wohl erwähnt wird? Oh. Du hast also Yonjen-Führer 04 zu Ende gelesen. Das LeBlanc wurde gar nicht erwähnt. Die Schlagkäfige beim Supermarkt und das Badehaus in der Gasse aber schon. Bei so einer Abwechslung ist das Leben in Yongen gar nicht so übel, wie es aussieht, oder? Du solltest dir diese Ecken bei Gelegenheit mal ansehen. Oh, wir sind fast da. Ich würde sagen, du hast deine Zeit effizient genutzt. Haben wir schon mal 3 Bücher beendet. Morning. The board meeting is the day after tomorrow. Okay, es synchronisiert. I wonder if Kamoshida really had a change of heart. What if we failed? That's all I've been able to think about. Wir müssen dran glauben. We did do what we could. I guess all I can do now is believe. But how strange. I feel a bit better now.
Maybe it's because of your composure? Sollte ich als Anführer sein? Ein Anführer sollte so ein bisschen der Fels in der Brandung sein. We'll be able to avenge Shiho and you won't get expelled. After break, we'll all be able to laugh together. That's what I'll believe. Hi everyone. Hallo zusammen, wie geht's euch? Heutzutage wird erwartet, dass man umgangssprachliches Englisch kann, auch Ausdrücke anderer Sprachen. Vergesst für diese Stunde, dass ihr Japaner seid und stellt euch vor, ihr kämmt aus dem Ausland. Wichtig ist, dass ihr jemand anderes werdet. Heutzutage ist ein wichtiges Talent, dass man seine Maske je nach Situation wechseln kann. Wie schneidest du ab, Holmes? Hier ist eine Frage. Let's hear it. Bist du ein Wunderkind? Probier mal die Frage anhand deines Wissens zu beantworten. Bist du ein Wunderkind? Nein, das müssten wir herausfinden, was das ist, damit wir antworten können. Sprachen sind nicht meine Stärke, aber ich helfe dir so gut ich kann. Denken wir erstmal über den Wunderteil nach. Ist so dämlich im Deutschen. Im Englischen, also das Wort Wunderkind ist halt mal einfach gefühlt in jeder Sprache gleich. Einfach Wunderkind. Weil du übersetzt es ja nicht ins Englische mit Wonder Child. Und im Englischen steht tatsächlich Wunderkind und da macht das natürlich mit den Fragebeantworten auch ein bisschen Sinn. Wunder. Genau, Wunder. Etwas ist also wundersam oder sehr beeindruckend. Als nächstes kommt das Kind. Das bezeichnet ein Kind. Denken wir nochmal darüber nach. Genau das ist wörtlich zu verstehen. Es geht um ein Kind. Oder zumindest einen ziemlich jungen Menschen, wie in deinem Fall. Ein Talent. This is it. That's correct. Das stimmt. Ich habe gefragt, ob du ein Wunderkind, also ein Mensch mit außergewöhnlichen Talenten bist. Aber wenn du so schnell denken und umschalten konntest, musst du eines sein. Oh, das Wort Talent stammt vom griechischen Wort Talanton ab. Ein Geldbetrag aus der Bibel. Je geschickter ein Diener war, desto mehr Gold würde er von Gott erhalten. Talentbedingte Reichtum. Er ist ziemlich schlau. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht ist er doch kein so übler Kerl. Du hast es heute echt drauf. Das Wort Talent hatte ursprünglich nichts mit unseren heutigen Stars zu tun. Aber die Fähigkeit, je nach Situation eine andere Maske auszuziehen, ist Gott gegeben. Es ist nicht so abwegig, reaktionsschnelle Leute im Fernsehen Talente zu nennen. Talent, seine Maske zu wechseln, macht uns das zu Wunderdieben? Oh, meine Stimme quäkt ein bisschen. So, noch 2 Tage bis Schulverweis. Mishima, wie geht's dir, Keule? Alles wird gut. Keine Sorgen. Ja gut, okay. Kein Ryuchi hier, aber ich muss ein Buch abgeben in der Bibliothek. Ja, ich möchte ein Buch zurückbringen. Mal sehen, du gibst der legendäre Pirat zurück? Danke fürs Zurückgeben. Ich möchte ein Buch ausleihen. Zorro, der Rächer. Ist es hier? Ja? Okay, sei vorsichtig damit. Zorro, der Rächer, ja, klingt interessant. So, wir haben heute keine Social-Links-Sachen, aber ich möchte gerne mal beim Hintergrund-Einkaufszentrum vorbeisehen. Hier gab es ja nochmal irgendwo diese Besuche, Magazine für Jobangebote. Ich muss gucken, ob ich noch einen kriege. What are your thoughts? Interessant.
Ein Nebenjob im Gyoron-Restaurant? Sicher stressig, aber könnte deinen Kampf verbessern. Was willst du machen? Bewirbst du dich? Warte mal, ist der Job nicht abends? Ah, okay. Ein Nebenjob im Blumenladen. Die Blumen könnten helfen, deine Güte zu verbessern. Das wird sehr schwierig. Willst du es trotzdem ausprobieren? Bewerben. Okay. Ruf doch sofort an. Oh, ich kann den Job tatsächlich nehmen. Ah, hier ist der Blumenladen Rafflesia. Willst du Blumen bestellen? Oh, du hast unsere Anzeige gesehen. Danke dir, uns fehlen Leute, weshalb jede Hilfe willkommen ist. Was die Arbeitszeiten angeht, da sind wir flexibel. Komm einfach mal in den Laden, wenn du das nächste Mal Zeit hast. Okay, dann geh mal gleich dorthin. Dann gehen wir gleich dahin und machen heute mal diesen Job. Bei dem Blumenladen hast du dich doch um den einen Nebenjob beworben, oder? Ja. What do you want to do? Was willst du tun? Ich arbeite hier. Vielleicht kannst du deine Güte erhöhen, wenn du in einem Blumenladen arbeitest. Willst du die Zeit für die Arbeit nutzen? Ja, ich mag das. Nice to meet you. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Megumi Hanasaki. Mir gehört der Laden. Heute mache ich alles selbst, also kannst du mich beobachten und von mir lernen. Also fangen wir an. Hey! Die Schürze steht dir. Here. Okay, hier ist deine Bezahlung. You did great. Gute Arbeit, Hörlerkun. Komm wieder, wenn du Zeit hast. How are you feeling? Gut gemacht. Du hast heute eine gute Arbeit geleistet. Da du bei der Arbeit anderen Freude bereitest, ist sicher deine Güte gestiegen. Wanna head back? Gut, wir sollten uns auf dem Heimweg machen. Ah, you're back. Naja, der wird sicherlich nicht steigen. Was hab ich denn für Bücher? Irgendwo? Ja. Wir können Güte. Das ist zu schwierig. Damit steht nicht drin, was das erhöht. Wahrscheinlich können. Das ist auch können. Und das ist Charme. Ich gehe mal zu den Schlagkäfigen. Good luck. Oh. Yes. Nice. Nice. Ah, verdammt. Okay. Verdammt, das war nicht gut genug gezielt. Hey, hey. Wann kriege ich die jetzt hier hoch? Kann jetzt so viel schlagen, wie ich jetzt will, ne? Ich will unbedingt 3 Home Runs kriegen. Ja. Ich hab schlecht geschwungen. Yes. Mhm.
ich muss auf die Zielscheibe. Man. Verdammt. Oh. Nee, so kriege ich doch nie die Zielscheibe. Nice. Frag nicht, wie ich es gemacht habe. Ich weiß es nicht. Oh. Okay. Yes. Hey, hey. Nutze das jetzt einfach mal als Training, um diese Romance hinzukriegen. Vielleicht ist es einfach nur eine Timing-Sache. Okay. Oh! Den zweiten Roman. Okay. Nice. Aber nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ich habe ziemlich lange gewartet, bis ich geschlagen habe. Yes. Nice. Okay. Ich glaube, je näher man den Ballen sich ranlässt, desto mehr Kontrolle hat man, wohin er fliegt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin erstmal froh, dass ich das Ding treffe. Okay. Ich mache noch 45. Wäre natürlich schön, noch einen Home Run hinzukriegen. Oh. Aber naja, gut. Nice. Here you go. Oh, du hast 3 Home Runs geschlagen. Glückwunsch, du bekommst dein Gratis-Ticket. Wanna give it a try? Nachts kannst du so viel schlagen, wie du willst. Möchtest du weiterspielen? Mir reicht. Nice going. Sehr gut, du hast den Ball perfekt ins Auge. Was? Du hast den Ball perfekt ins im Auge? Ach so, hol dir den Preis, wenn wir tagsüber wieder da sind. Alright. Wir bieten im Moment nur einen Kurs an, aber bald werden es mehr, wird es mehr geben. Ist klar, gehen wir nach Hause. Well then. Das erinnert mich daran, heute läuft das Home-Shopping-Programm. Willst du mal reinschauen? Okay, der Pflanze geht's gut. Hast du heute was vor? Ich kann nicht nur herumsitzen und nichts tun. Ich bin in der Arcade in Shibuya. Sag Bescheid, wenn du halt was ansteht. Yuji ist in Shibuya. Willst du dich für eine Weile mit ihm treffen? Ja, soll ich da hingehen. Verstanden. Oh, hey. Wir haben Kamoshida besiegt, aber irgendwie bin ich immer noch nervös. Wir müssen wohl einfach abwarten, wie es weitergeht. Hey. Jo, sollen wir heute mal trainieren, sonst rosten wir noch total ein.
Ich kann Ryuji näher kommen, dank der Wagenpersone Agathion. Die Bindung zwischen Ryuji und mir kann sich noch nicht vertiefen. Also, was hast du vor? Willst du mit Ryuji abhängen? Ja Gott, hängen wir mit ihm ab. Okay, geh dich umziehen. Wir gehen heute joggen. Und gehen wir dafür in die Schule an einem Sonntag. Ryuji wirkt zufrieden. Ich glaube, er hat ein ziemlich erfüllendes Training. Meine Bindung zu Ryuji wird bald stärker werden. See ya. Also bis dann. Hey. Morgen ist die Vorstandssitzung. Keine Sorge, ich bin sicher, dass der Sinneswandel hat funktioniert. Versammlung ist morgen, richtig? Wenn Kamoshida bis dahin keinen Sinneswandel hatte, werden wir von der Schule fliegen. Ich bin sicher, dass es klappt. Er wird kommen. Ansonsten hätten wir nämlich ein echtes Problem. Recht. Es ist noch zu früh, um das Handtuch zu werfen. Also, wir werden das morgen auf die ein oder andere Art herausfinden. Wir müssen uns nur auf alle Möglichkeiten gefasst machen. Oh, I'm sorry I can't offer more reassurance, but he should have the change of heart. Let's just believe in that while we wait for tomorrow. Well then. Das erinnert mich daran, ja, Home Shopping, kann ich das von hier? Oh ja, ich kann das von hier unten. Oh, das ist der Shopping Channel, über den jeder redet. Oh, ich kann das hier unten nutzen. Beginnen wir hiermit. Das Überlebensset. Auf leeren Marken kämpft es sich schlecht. Dieses Set führt jeden Kämpfer magen. Portion Torimechi und Portion MAI. Und Portion Rindfleisch. Alles in einem Set. Aber halt, es gibt noch mehr. Muskeltrainingsset, Proteine, Fruchtproteine. Wir nehmen das Überlebensset. Hey, hey! Militärset. Oh, gerade ein weiterer Käufer angerufen. Vielen Dank. Oh, beide ausverkauft. Die letzte Kunde war ja ein regelrechter Glückspilz. Wir werden die Bestellung so schnell wie möglich abwickeln. Und nun auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal mit einem weiteren fantastischen Produkt. Bis bald. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie ankommt. So. Jetzt lernen wir natürlich wieder ein bisschen. Neulich habe ich im Fernsehen... Oh, ich wollte dich nicht ablenken. Ich bin jetzt ruhig. Jo, ich funke ganz klug hinter der Blöde. Aber ich bin noch nicht klug hinter der Blöde. Also der Wissensdingens, der wächst echt langsam. This is no good. Montag ist uns so ätzend. Warum konnten wir heute nicht auch frei haben? Morgen fangen die Ferien an. Ja, das ist albern. Apropos, was sagst du zu der Calling Card, die Kamoshida erhalten hat? Hieß es nicht, sie würden seine Begierden stehlen oder sowas komisches? Ja, sowas in der Richtung. Das war sicher nur ein Witz. Niemand nimmt das ernst. What's with the sudden morning assembly? Oh, I bet it's about that girl that jumped the other day. They don't have to tell us not to commit suicide. There was that weird calling card too, so I guess the teachers are freaking out. We're lucky that morning practice got canceled, though. I feel like I'm gonna faint if this takes forever. Let's begin this school-wide morning assembly. As you all know, a tragic event took place the other day. Thankfully, we have been informed that she has pulled through, but it will take time until she recovers. Everyone here has a bright future ahead. I implore that you rethink the importance of life and... Mr. Kamoshida, what's the... I have been reborn. That is why I will confess everything to you all. Huh? What's wrong with Mr. Kamoshida? What's this about? Confess? Did the volleyball team do something? I have repeatedly done things that were unbecoming of a teacher. Verbally abusing students. Physically abusing my team and
sexually harassing female students. I am the reason why Shiho Suzui tried to kill herself. Sexual harassment? What? Why would he say that himself? He is volleyball the worst. Team? Really? Physical abuse? I thought of this school as my own castle. There were even students that I sentenced to expulsion simply because I didn't like them. I will, of course, rescind those. I am truly sorry for putting innocent youths through such horrible acts. I am an arrogant, shallow, and shameful person. No, I'm worse than that. I will take responsibility. I kill myself for it. What? Did he just say that? Wait, kill himself? Mr. Kamoshida is... Wie der Direktor guckt so, what? Mr. Kamoshida, please get off the stage for now. Everyone, return to your classes! I... Don't run, you bastard! Shiho's still alive, even after all the things that made her want to die! You have no right to run from this! You're right. You're absolutely right. I should be punished under the law and atone for my crimes. I did horrible things to Takamaki-san as well. In return for giving Suzui-san a position on the team, I tried to force her into having relations. Disgusting. Ugh, for a position on the team? I feel so That's bad horrible. For Takamaki-san. So the rumors weren't true. As of today, I will resign from my position as an instructor and turn myself in. Someone please call the police! The police? Is he for real? He's gonna get arrested? This morning's assembly is over! Return to your classes immediately! Isn't this just like what that calling card said? Does this mean the Phantom Thieves thing was for real? Was something done to Kamoshida? Come on, there's no way you could steal someone's heart. But why else would he start saying things like he'll kill himself or turn himself in? Maybe because it almost got leaked. Don't they go easier on you if you turn yourself in? I wonder what happened. Who knows? But man, Kamoshida turned out to be one sick bastard. Hey, is this for real? He's turning himself in just like that? What's going to happen to the volleyball team? Do you think Tamarasi will show up now? This is gonna be a... Return to your classrooms at once! His heart really did change. Da gibt's eine Trophäe. Lost der Wollust erobert. Seems like it. But was this really for the best? Ich glaube schon. Yeah, it's gotta be. But things are happening way too fast. Huh? What the... Takamaki-san, I'm sorry. Huh? We all knew, but we pretended we didn't. Takamaki-san, I had you all wrong. I'm sorry that I spread rumors about you. I didn't know at all. Oh, Kamoshida was forcefully pushing himself on you. It must have been so hard for you. I'm sure there's a ton of people who want to apologize to you. We're so sorry. No, it's okay. The same goes for me, too. Besides, that's all in the past now. Hey, you there! Return to class at once! Well, see you later then. I can't apologize enough for what I did to you. I swear I'll make it up to you someday. Looks like Kamoshida ain't the only one that had a change of heart. Man, I'm glad for you. Looks like those weird rumors are gonna go away. My thing doesn't really matter.
We made Kamoshida apologize about Shiho. That's more than enough for me. You should hurry and tell her about it then. Yeah. I totally freaked out. He really did have a change of heart. Wird heute eine etwas längere Folge. And we were lucky his mind didn't get messed up either. This was an A-plus job. Does this mean that they won't have a mental shutdown even if their palace disappears? I see. So we need to persuade the shadow without killing it, and then send it back to its real self. Our targets won't undergo a cognitive collapse if we do that. So we can get him to confess with no bad stuff? Hey, that works for me. Do you have to be so loud? Don't worry about it. So, how'd it go? With Shiho, I mean. She's regained consciousness. For real? It was only for a little bit. But I got to talk to her. I was able to tell her that Kamoshida admitted to what he did. Shiho, she told me she was sorry. Looks like she found out that I was flirting with Kamoshida for her sake. And here I was, wanting to apologize to her. Kamoshida's at fault for all this. I know. Shiho's mom is thinking of transferring her to another school after she recovers. The whole sexual harassment and attempted suicide, people will label her after that. Sounded like Shiho had the same idea, too. It's gonna get lonely. But I think it's for the best. I'm sure it'll be hard if she stays here. She's alive. You can see her anytime. I need to change, too. That aside, I was surprised you could hold yourself back against Kamoshida's shadow. It wasn't like that. I just wanted Kamoshida to apologize himself. You're so kind, Lady An. No matter how much of a shitbag he was, finishing him off would have left a bad aftertaste, huh? Huh? That's not it. I think revenge is better served if I make him repent. Realizing what he's done, he'll grovel for forgiveness the rest of his life, you know? I just believe there are fates worse than death. Holy shit. Anyways, that's all settled. But, you know, there was one more thing I was wondering about that castle. Why was Kamoshida the only one who had that metaverse thing? It isn't necessarily limited to him. It's something anyone could have if their heart became warped from their desires. Anyone. Wanna check it out? Not right now. We better lay low for a while. People are still gonna be talking about Kamoshida. Then again, it's totally impossible for someone to find out what we did at his palace. Yeah, about that, weird rumors about you guys are already going around. Stuff like you got together and threatened Kamoshida with something close to physical violence. The hell? People aren't going to easily believe that phantom thieves really exist. Calling cards being treated like it was a prank by someone who knew what Kamoshida was doing. Makes sense. We're the ones who did it, and I still don't completely believe it myself. Let's wait for things to settle down for the time being. Anyways, let's check how much this metal can be sold for. It'd be better if we pawned it off ASAP. Ooh, got a hit! Wait, 30,000 yen? That's all a gold medal's worth? Remember that time in middle school? I lent you some money. There's no way I borrowed 30,000 yen from you. Wouldn't it be around that much with compounded interest? Interest my ass! I'm not saying that I'm taking all of it. I mean, it's your fault for not paying me back all these years. It's just common sense. Damn it.
I agree on laying low and keeping an eye on the situation. However, you dragged me into this. It would be nonsense not to celebrate a successful mission. I guess we could blow this dirty money on something fun. Discussions among phantom thieves are to take place over luxurious food. How about it? Hey, wait! I guess it's fine. There's somewhere I want to go then. Where's that? It's a place Shiho and I have been wanting to go for a while. I owe money, so I can't complain. You good with that? Na schön. I'll leave it to your discretion as well, Lady An. I'll call and check the prices later then. When should we go? Want to do it soon, like tomorrow? Why don't we go on the last day of the holidays? It'll help energize us when school life starts up again the day after. Then, the 5th, on Children's Day. So, who's going to sell this? Leave that to us. We know a store that'll buy anything, don't we? Okay, I'll leave that to you guys. Drop. Ah, scheiße, alles wird wieder dem Anführer überlassen. Ah, you're back. Ist die Goldmedaille echt? Wie ist die in den Palast gekommen? No, that one is a fake. It's just a byproduct of his cognition. The real medal should still be in his possession. Kamoshida hat die echte. Was? Soll das heißen, Kamoshida hat die Medaille noch? Wen juckt's? Wichtig ist nur, dass er es sich anders überlegt hat. Und wenn wir die echte genommen hätten, wäre das Diebstahl. Ich glaube, er ist sowieso nicht mehr stolz auf die Medaille. Du kannst Dinge einfach abhaken, hm? Vergibst du mir meine Schulden? Das ist was anderes. 500 Yen sind viel Geld für einen Mittelschüler. Hast du den Delfin überhaupt noch? Wovon redet ihr da? Fang nicht schon wieder damit an. In der Mittelschule waren wir mal in einem Aquarium. Aber Ryuchi hat sein ganzes Geld für ein Souvenir ausgegeben, also habe ich sein Zugticket bezahlt. Ich sag doch, es tut mir leid. Der war für meine Mutter. Naja, nach allem, was wir durchgemacht haben, sind wir wohl quitt. Danke. Jedenfalls, wenn die Medaille nicht echt ist, müssen wir uns wegen einem Verkauf nicht stressen. Ende der Geschichte. Kamoshida will never be proud of that once-in-a-lifetime gold medal ever again. Depending on how you look at it, that punishment might be even worse than death for him. Ab morgen musst du richtig viel Freizeit. Hast du richtig viel Freizeit, was? Muss schön sein. Für mich bedeutet es nur mehr Kunden und noch mehr Arbeit. Hey. Hey, da ist ein Paket für dich angekommen. Was hast du denn gekauft? Sehen wir mal rein. Hey! Was ist drin? Portion Torimeshi. Portion MAI. Portion Rindfleisch. Oh! Das muss der bestellte Artikel aus dem Fernsehen sein. I should write something. Ja. Und mit dem bestellten Artikel aus dem Fernsehen ist Schluss für heute. Ich danke, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wenn ihr mehr sehen wollt, denkt dran, abonnieren, Glocke an und gebt mir doch ruhig ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Wie findet ihr diesen Sinneswandel von Kamoshida? Hat es euch überrascht, dass er jetzt so plötzlich gestanden hat, dass er alles gestanden hat? Oder sagt ihr, na, war zu erwarten? In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.